Und wieder weiter geht's. Bitte? Oh, nichts. Ja, ich muss gleich los. Deswegen können wir nicht mehr viel machen. Das setzen wir heute Abend fort. Wie er was fragt, obwohl er es genau verstanden hat. Ja, das ist so ein Reflex. Ja, das stimmt allerdings. Ich hab's zwar verstanden, aber mein Körper sagt mir trotzdem, ey, du musst was sagen. Und jetzt kann mir keiner erzählen, bei mir ist das nicht so. Doch, bei dir auch. Und bei dir auch. Und gerade bei dir. Ich möchte darüber. Irgendwie klappt das nicht. Moment, ich habe eine andere Idee. Ich lass mich nach hinten schießen, einfach. Wahrscheinlich war das eh alles total umsonst hier. Sag ich doch. Deswegen gehe ich hier nochmal rüber. Zack. Und zack. Aus dem Wasser raus. Gut, unten ist schon mal nichts, also gucken wir oben weiter. Wow. Nein, du erwischt mich nicht. Doch, hat er gerade. Du könntest ihn natürlich auch einfach einfrieren, ne? Echt? Kann man ihn einfrieren? Tatsache. Ich kann den einfrieren. Bin schon gewundert, warum du das nicht machst. Haha. Oh, was? Ich bin nicht durchgefallen. Nein. Nicht durchgefallen, sagte ich. Nicht so wie bei... Oh nein, das gehört hier nicht rein. Na komm, das erwische ich noch. Muahahaha. Ja, gut. Ja. So. Oder wohl war hier nicht hier oben eine Tür, an die ich nicht weiter kann? Also gleich weiter oben? Irgendwie so eine graue Tür, ich habe es so dunkle in Erinnerung. Irgendwo. Also da hinten kommst du nur zu Crane. Ja. Stimmt, und hier war die... Wobei, vielleicht kann ich jetzt... Nee, ich kann ja gar nicht. Die haben mir schon gesagt, überall, wo ich nicht direkt hinkomme, muss ich auch nicht hin. So, da ist auch nichts. So, da ging es ja weiter zu Kreid. Denn? Ja, gucken wir mal trotzdem mal ein bisschen hier hinten. Hallo. Warte, ich kann dich aber nicht einfrieren. Du dummer Wurm. Wow! Ah! Lass mich raus! Ich könnte mal versuchen, hier die ganzen Dinger rein. Wollte ich gerade versuchen. Links, weil da geht's zum Item. Da war ich doch schon. Bestimmt durchspringen über die Pflanze. Meinst du? Garantiert. Nö. Ja, fast. Wie komme ich hier nicht mehr raus? Ah. Das war ein Versuch wert. Ich habe irgendwie das Gefühl, links, dass da unten rechts ein Item ist. Da unter mir. Ne, über mir ist ein Item, nicht unter mir. Ja, das war wundervoll in die Stacheln gesprungen. Sag dir da links, geh mal, versuch mal eine oder der Röhren zu durchgehen. Da unten ist doch ein Item, auf der Karte. Blau. Okay, da kann man nicht durch. Moment. Da auch nicht. Da unter die Röhre? Ach, da ist gar keine mehr. Nur, da ist nur wieder eine Pflanze, die mich gerade auffrisst. Nom nom nom. Muss lecker schmecken, so ein Power-Suit. Wie Röstzwiebeln. Röstzwiebeln schmecken gut. Und so schmeckt auch ein Power-Suit wahrscheinlich. Stimmt, hier war ein Energietank, glaube ich. So, was ist denn eigentlich auf der anderen Seite da? Ah, das ist die Stelle, wo ich von der anderen Seite nicht dran kam. Vielleicht finde ich hier irgendwie so einen geheimen Durchgang, dass ich wieder auf die andere Seite komme. Ja, das meinte ich ja gerade. Da kannst du rein. Ja. Ah, da war ich das letzte Mal. Na wunderbar, das war doch nicht clever. Ja. So, Moment. Come on! Show me your move! Yes! Ja. So, erstmal raus hier. Sonst hätten sie es nie geschafft. Komm. Mit Anlauf. Los! So. Meinst du, gibt es auch geheime Gänge, die nicht auf der Karte sind? Naja, klar. Stimmt. Weiß ich nicht. Nein. Was denn nun? Nein. So, als allererstes gehe ich hier rechts und gucke mal, ob man sich hier nicht irgendwo heilen konnte vor Crate. Damit ich mich erst... Nein, es ist auf der Karte. Heildinger sind auf der Karte eingezeichnet. Was ist auf der Karte eingezeichnet? Heildinger. Ja, vielleicht irgendwelche Gegnermassen, an die ich mich heilen konnte. Wenn ich mal sehe, ich hab die Karte. Ist mal an.
Komm, geh nochmal nach links. Du kannst übrigens nicht mehr zurück. Warum? Weil die Tür gerade grau war. Ah. Die war blau-grau. Daneben nicht! Hallo? Du small. Irgendwie verliere ich mehr Energie, als dass ich welche bekomme, oder? Ja, deswegen folge meinem weisen Ratschlag und geh einfach sterben. Okay, ich geh weiter. Oh, weiser Suishomaru. Du sei ein guter Padawan. Justy Sachs, Sachs, Sachs. Von Sachsen. Das tut den Dinger erstmal gar nichts. Sag mal, wieso fliege ich immer in diese Kacke rein? So langsam wird's langweilig, oder? Ich dachte auf so ein Power Suit. It's very, wie würde Snake sagen, tasty. Oder eher creepy. Creepy, das würde er auch sagen, stimmt. Wobei er mag ja Samus. Ja. Wie sagt er nochmal in Brawl? Under this metal armor beats the heart of a woman. Okay, von hier komme ich schon mal nicht da dran. Da oben. Moment. Machen wir es mal wieder ein bisschen langsamer. Das schaffst du schon. Denk einfach an Sandman. Na. Dann mach mal. Das war echt scheiße. Ich hab mehr an dich. Ich hab Vertrauen in dich gesetzt und du trittst es wieder mal mit Füßen. Ja. Denn treten macht Spaß. Ja, meine Damen und Herren, ich habe auch Folgendes für Sie vorbereitet. Verstehen Sie? Das ist quasi abgetreten. Schauen Sie mal her. Ja. So, hier. Kommst. Durchkommen. Ohne diesmal tausendmal in die Pflanze da unten reinzufallen. Siehst du? Ohne tausendmal in die Pflanzen reinzufallen. So. Dafür in die Stacheln, die aussehen. Stacheln zählen nicht als Pflanzen. Sie sehen aber aus wie Muzzle Brain. Das mag sein. Muzzle Brain ist ganz klar eine Pflanze. Oder willst du das abstreiten? Warum tust du das? Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich drehe mich einfach mal nach links. So. Hä? Ich habe mich gerade als Ball oder halt Richtung links geguckt jetzt, weil wenn ich jetzt wieder in die Stacheln reinfliege, fliege ich nach rechts. Ah! Du bist ja klug. Ja, hättest du nicht erwartet, ne? Manchmal bin ich schwer beeindruckt. Ich wäre auch gern so klug, Lientelzität. Hoppala, jetzt habe ich vergessen, Mine zu legen, weil ich nicht langsam genug gemacht habe. Boing. Jawohl. So, wette, hier ist nichts drin. Doch. Muhahaha. Au, Stacheln. Hallo, werd wieder groß! Ich kann Samus nicht mehr groß machen. Da oben ist was. Wenn du es gerade siehst. Ja. Aber warum hast du kein Safe-State? Warum? Du solltest dir mal angewöhnen, mehr Safe-States zu setzen. Wäre eine gute Idee, Moment. Vielleicht. Schaust du immer noch nach links? Ja, ich habe jetzt wieder nach links gedreht. Das war zu hoch. Oder? Na, stopp, es geht! So. Okay, Safe-State. So, und jetzt kannst du was anderes machen. Und zwar geh mal ganz am Rand, leg eine Bombe, dass du quasi rüber katapultiert wirst. Verstehst du? Moment. Das heißt natürlich, kurz bevor sie explodiert, musst du nach rechts dich bewegen. Aber ich kann hier wirklich nicht groß werden, komischerweise. Es ist ja deswegen, you have to do it like I things, ne? So, was soll ich jetzt machen? Also geh so nah am Rand wie möglich, leg eine Bombe und dann, ja genau da am besten. Und dann kurz bevor sie explodiert, gehst du nach rechts, dass sie quasi die Wucht dich rüber katapultiert. So in etwa. Alter Metroid-Trick. Und da ist tatsächlich ein Item. Kannst du dich immer noch nicht groß machen? Nö. Wie gay ist denn das? Und ich kann da durchfallen, ist ja noch gayer. Gayer? Ich kann da komplett durchfallen. Oh, aber jetzt schon mal ein Rückweg. Ja, ich weiß. Safe State. Funktioniert der Bombensprung auf Stacheln?
Ah, du warst gerade fast oben. Ah, ich hing da an der Kante fest. Ah, jetzt bin ich da dran. Also ich darf in das Ding nicht drin landen. Moment mal. Da bin ich sicher an der Seite von dem Viech. That's very practical. Practical? Dum, dum, dum. Das heißt, ich muss damit mit ein bisschen Schmerzen. Was ist da für ein Item drin? Ich sag ein Supermissile-Container. Ich sag etwas, womit ich weiterkomme. Du bist ja optimistisch heute. Was ist los? Ich weiß nicht. Ah, Moment. Wo bin ich denn jetzt? So. Und jetzt finde ich einfach mal ein Safe State, während du drüben bist. Weil ich fast tot bin. Ja, kannst du, hast ja genug Slots. Erstmal muss ich versuchen, wieder auf die rechte Seite von der Pflanze zu kommen. Was ja auch schon schwer genug ist. So, Moment. Nö, ich lande immer wieder in der Pflanze drin. So. Wow, ich bin einfach direkt durchgefallen, ohne dass sie mich angreift. Nein! Ich war da drin, fast! Und dann haben die Stacheln mich wieder rausgehauen. Also wenn ich das so sehe... Ich weiß, ich war noch ein bisschen großzügig. Aber es waren 7 Stück immerhin, komm. Ja. Zum Glück wird der Aufwand belohnt. Mit einer äquivalenten Belohnung. Er hat ein Fremdwort benutzt. Oh. Ich möchte das jetzt haben. Ich habe mich nicht umsonst hier abgemüht. So, was tut mir da gerade weh? Eben hat es nicht wehgetan. Die Scheiße ja auch geholt. Jetzt müssen wir irgendwie lebend hier wieder rauskommen. Moment. Friss mich, nicht. Tot. Okay. So komme ich hier nicht durch. Also laden wir den nochmal. Das war der falsche. Moment, ich kann auch irgendwie rückwärts, oder? Ah, noch ein bisschen mehr. Okay, das ist das Weiteste, was er am weitesten zurückgehen kann. Ich komme noch nicht mehr rein. Bin tot. Das heißt, ich versuche die... Scheiß auf diese Missile, ich gehe hier wieder weg. Ich habe keinen Bock drauf. Umsonst meine Energie und meine Zeit hier verschwendet. So, haben wir hier oben noch was? Au. Ach, da war das, wo ich nicht weiterkam. Stimmt ja. Habe ich irgendwie noch einen anderen Safe? Ja, der ist zu weit weg. Moment, vielleicht komme ich da wieder hoch? Jawohl. Ach ne, jetzt ist das da zu hoch. So einfach durch. Gut. Das hat auch nichts gebracht. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. So. Hier ist was, was ich nicht haben kann. Was ich nicht haben will. Weswegen ich jetzt hier erstmal nicht mehr wegkomme. Das heißt, ich werde fürs nächste Mal mich erstmal ein bisschen informieren, wie man hier weiterkommt. Oder wie man hier wieder wegkommt, wenigstens. So. Ich gehe jetzt erstmal wieder zu dem einen Speicherpunkt. Heilpunkt. Wenn ich das noch schaffe in der Zeit, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ja.
Möchtest du irgendetwas sagen? Ja, ich wollte die Gegner synchronisieren, da die Schlangengreifdinger. Schlangengreifdinger? Ja, was auch immer, da diese Krebse. Ich würde sie als Greifer. Bandwürmer. Oder so. Nur ohne Band. Bedarf für umso mehr Wurm und Krallen. Ich habe noch 2 Energie. Brinstar. Brinstar. Du wieso bist Brinstar? Hier im Brinstarland. Was? Ach so. Was? Nochmal, hä? Nichts. Ah, okay. Hört ihr da? Hört ihr da, freundlich? Ganz genau. Wer hat das nochmal gesagt? Irgend so ein... Irgend so ein dummer Let's Play, der nichts kann. Hä, hey, du hast es gerade gesagt. Ja. Meinst du... Du solltest lernen, nicht so hart zu dir zu sein. Das Spiel erlaubt mir nichts anderes. Und um ihnen das jetzt zu zeigen, dass wir ihn alle lieb haben, schreibt jetzt bitte alle mal Jan, das machst du gut. Oder Jan, ich hab dich trotzdem lieb. So, wir sind wieder etwas, erstmal wieder voll. Das sind nur die perfekten Worte, um den Part zu beenden. Genau. Ich werde beim nächsten Mal einfach mal suchen, wo ich hier weiter kann und das war's erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Danke, danke.